aufrufen. Wir werden jetzt eine Diskussion erstmal haben mit den Podiumsgästen und da scheint die Nora weg zu sein. So, ja, dann übernehme gerne ich. Hallo, guten Abend. Jürgen Kretz, mein Name, der grüne Bundestagskandidat im Wahlkreis Rhein-Neckar. Wir machen das eigentlich umgekehrt, nämlich dass technisch alles super funktioniert. Haben wir Nora, die uns unterstützt, die die technische Moderation macht und am Anfang ein paar Dinge erklärt. Jetzt improvisieren wir einfach und machen es andersrum und ich übernehme sofort. Also ich möchte Sie und euch alle sehr herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung heute Mobilität der Zukunft. Für uns Grüne ist die Verkehrswende ein ganz, ganz wichtiger Baustein grüner Politik, der großen sozialökologischen Transformation, die wir in unserem Land voranbringen wollen. Es geht nicht nur um Klimaschutz, nicht nur um Energiewende, sondern da dazu in dieses Paket gehört auch ganz wichtig die Verkehrswende mit rein. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das Thema heute Abend hier im Wahlkampf auch mit zwei so sehr versierten, hochkarätigen Fachpolitikern unserer Partei diskutieren können. Ich freue mich sehr, Matthias Gastl heute hier zu haben. Matthias ist Mitglied des Verkehrsausschusses im Bundestag und bahnpolitischer Sprecher. Jetzt ist er allerdings auf meinem Bildschirm verschwunden, aber da sehe ich ihn noch. Ich freue mich auch, Hermino Katzenstein, heute, dass auch du da bist. Wir kennen ihn sicherlich hier vor Ort alle sehr gut. Er ist unser Landtagsabgeordneter und auch ein sehr engagierter, versierter Verkehrspolitiker. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehr in der Grünen Landtagsfraktion in Baden-Württemberg. Nora hat gerade schon darauf hingewiesen, wir machen parallel einen Livestream auf YouTube. Deswegen, wer nicht im Bild sein möchte, darf gerne die Kamera ausmachen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn alle Beteiligten, die das gerne möchten, ihre Kamera anlassen, einfach, dass wir auch so ein bisschen die Gesprächsatmosphäre haben. Und damit würde ich jetzt an Hermino abgeben, der den ersten Beitrag, den ersten Input geben würde mit einer PowerPoint-Präsentation. Danach wird Matthias Gastl in gleicher Weise seinen Input geben und danach freue ich mich auf unsere gemeinsame Diskussion. Hermino. Ja, Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Lieber Matthias, schön, dich mal wieder zu sehen. Ich hoffe, dass wir uns bald auch mal wieder in echt sehen, in 3D und zum Anpassen und Anpacken und Umarmen. Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich ein bisschen ganz kurz was zur Mobilität im ländlichen Raum aus Landessicht sagen darf. Ich blende jetzt meine Präsentation ein und mache die noch auf Vollbild. So, und hoffe, ihr müsst die könnt die jetzt sehen. Ich habe leider nur 10 Minuten, deswegen werde ich jetzt in einem Affentempo da durchgehen müssen, weil ich habe natürlich viel zu sagen, viel zu erzählen. Also bitte anschnallen, los geht's mit der Reise. Was ist der ländliche Raum in Baden-Württemberg? Wenn Sie auf die Karte schauen, sind das die hellen Bereiche, nicht die dunkelroten und auch nicht die blassrosa Bereiche, sondern die blassgelben und gelben Bereiche. Das ist der ländliche Raum per Definition aus dem Landesentwicklungsplan, der jetzt schon ein paar Jahre alt ist. 70% der Landesfläche gehören dazu, 35% der Bevölkerung, die leben immerhin in unserem ländlichen Raum und auch 30% der Arbeitsplätze befinden sich in diesem sogenannten ländlichen Raum. Da gehören ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen dazu, auch viele Hidden Champions, aber da gehört auch der Forst dazu, unser Wald, der Tourismus und vieles anderes mehr. Wenn wir ein bisschen hier bei uns in die Gegend schauen, habe ich einen Kartenausschnitt mal mitgebracht. Ihr seht, der Großteil von Jürgens Wahlkreis ist eigentlich nicht ländlicher Raum, weil er hat auch noch die Teile in der Rheinebene. Aber von meinem Wahlkreis, Wahlkreis Sinsheim, ist doch schon sehr viel gehört zum ländlichen Raum. Für die Spezialistinnen unter uns, Neckargemünd, der Ortsteil Mückenloch gehört zum ländlichen Raum. Die anderen Ortsteile gerade nicht, aber ihr seht, wo Eberbach und Sinsheim liegen, die mit voll dabei sind und die ganzen kleineren Orte, die dazugehören. Wir haben deutlich stärkere, gewachsene Herausforderungen bei uns im ländlichen Raum. Der demografische Wandel ist
deutlich stärker bei uns im ländlichen Raum als in den Städten, in den größeren Städten etc. Also wir haben ein viel mehr höheres Verschieben zu höherem Alter im Durchschnitt. Die Wegstrecken werden einfach länger, insbesondere für die Pendlerinnen und Pendler. Die Sachen, die ich jetzt sage, erfinde ich nicht einfach, noch mache ich nicht aus dem Gefühl, sondern da gibt es die entsprechenden Studien und Untersuchungen. Die Versorgung vor Ort ist leider rückläufig. Viele von euch, von Ihnen kennen das. Bei uns haben wir jetzt auch ein paar Filialen von Sparkassen verloren. Da kommt dann zweimal in der Woche noch so ein Bus, wo man sein Geld holen kann. Viele Lebensmittelläden in den kleinen Ortsteilen gibt es leider nicht mehr. Und deswegen haben wir weiterhin und auch steigend noch eine hohe Abhängigkeit leider vom PKW. Das bringt besondere Herausforderungen für den ÖPNV mit. Aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte und der längeren Wegstrecken sind die Busse länger unterwegs, aber auch leerer. Also wir haben deutlich höhere Kosten als in den Städten oder in den Verdichtungsräumen. So viel kurz zur Einführung. Jetzt kommen ein paar Folien, wo ich sage, was wir schon erreicht haben und dann noch ein paar Folien, was wir aus Landessicht noch vorhaben. Grundsätzlich vorab nochmal zur Erinnerung, ich zeige diese Folie eigentlich immer. Die ist jetzt schon etwas älter, die Grafik. Wir brauchen, um die Klimaziele von Paris zu erreichen, bis 2030 mindestens, und das ist mir besonders wichtig, mit den neuen Ergebnissen brauchen wir mindestens diese 5 Ziele, dass zum Beispiel jedes dritte Auto klimaneutral fährt oder jeder zweite Weg selbst aktiv zu Fuß oder mit dem Rad erledigt wird, und zwar bis 2030. Und das gilt natürlich genauso auch für den ländlichen Raum. Da können wir nicht uns auf die Städte verlassen, sondern wir müssen den ländlichen Raum da genauso mit bedenken. 70% unserer Landesfläche, gutes Drittel unserer Bevölkerung. Was haben wir erreicht in den letzten Jahren? Ein großer Schritt war sicherlich die Einführung des BW-Tarifs. Das ist ein Ticket, mit dem Menschen im ÖPNV, öffentlichen Personennahverkehr, mit einem Ticket auch über Verbundgrenzen hinausfahren können. Verbund, also unsere Tarifverbünde wie VRN, KVV und wie sie alle heißen. Das heißt, mit einem Ticket kann man durchs ganze Land fahren und man hat auch eine Start- und Anschlussmobilität. Und wenn man am Anfang mit dem Bus zum Bahnhof fährt, dann mit der Bahn fährt und dann am Zielort in Stuttgart noch mit der Straßenbahn zu Wilhelma, egal, ein Ticket reicht. Das hat das Reisen im Land deutlich vereinfacht und auch günstiger gemacht. Maximal zahlt man 30 Euro pro Tag, aber das klingt erstmal viel. Man kommt durchs ganze Land damit. Bahncard-Rabatte werden komplett angerechnet. Also wer eine Bahncard 50 in seinem Portemonnaie hat, kommt für 15 Euro durch das ganze Land von hier bis nach Konstanz oder fast bis nach Lindau. Nicht ganz, ist ja schon Bayern, aber fast. Deutlich günstiger ist auch dieser Tarif als der alte sogenannte C-Tarif der Bahn. Und es gibt immer wieder Vorteile für Abonnentinnen vom BW-Tarif, aber auch für allgemeine, für unsere Abokunden. Der BW-Abo-Sommer läuft jetzt das zweite Mal, wo halt diejenigen, die ein Verbundticket haben, Jahresticket oder Monatskarte, dass die im Sommer durch das ganze Land mit ihrem eigentlich nur für den Verbund geltenden Fahrschein fahren können. Wir haben es erreicht, einfache Tarife einzuführen. In Stuttgart wurde das sehr komplexe Tarifsystem deutlich vereinfacht. Jetzt jüngst hier im Ortenaukreis aus 50 6 Zonen geworden, deutlich einfacher geworden und auch günstiger geworden, wie man auf dem Bild sieht. Da sind wir als Land mit dabei, weil wir das fördern, weil wir die Verbünde, die halt dafür zuständig sind, mit finanziellen Mitteln nochmal unterstützen. Also wir tun was dafür. Was gerade anläuft, ist ein E-Ticketing fürs ganze Land. Diejenigen von euch und Ihnen, die hier aus der Region kommen, kennen vielleicht den E-Tarif vom VRN. Das ist im Prinzip das Gleiche. Das soll fürs ganze Land jetzt noch ausgerollt werden. Man steigt irgendwo ein, an der Haltestelle klickt man, meldet man sich einmal mit einem Check-in an und wo man aufsteigt, egal wie viele Fahrzeuge man auf der Reisekette benutzt hat, man steigt am Ende aus, checkt sich aus und es wird automatisch der beste Preis berechnet. Einfacher geht es nicht, man muss sich gar nicht mehr darum kümmern, was für ein Ticket brauche ich jetzt, sondern man kriegt immer einen guten Preis. Soll jetzt peu à peu über das ganze Land ausgerollt werden, weil wir immer noch 24 Verbünde haben. Dauert das leider eine Zeit. Aber der beste Tarif nützt natürlich nichts, wenn kein Bus kommt, wenn man stundenlang an der Haltestelle steht. Nochmal als Hintergrundinfo, für den Bus- und den Straßenbahnverkehr sind die Land- und Stadtkreise zuständig. Also bei uns Stadt Heidelberg bzw. der Rhein-Neckar-Kreis. Wir als Land sind nur für den Schienenpersonennahverkehr, S-Bahn, Regionalbahn etc. zuständig. Wenn was bei der DB auf den Fernverkehr schlecht läuft, dann dürft ihr das gleich an den Matthias weitergeben und ihn
dafür in die Verantwortung ziehen. Aber wir wollen als Land natürlich trotzdem mehr ÖPNV im ganzen Land und lehnen uns nicht einfach zurück und sagen, macht ihr mal, sondern wir haben da viel mit dazu beigetragen. Die Tarifreform habe ich schon vorhin erwähnt und wir haben jetzt auch Regiobuslinien eingeführt und fördern die. Damit wollen wir halt Mittel- und Unterzentren an die Schiene anbinden. Wir wollen Lücken im Schienennetz mit denen schließen und die Landkreise, die die Buslinien betreiben müssen, bekommen von uns die Hälfte des Defizites, also 50% des nötigen Zuschusses, erläutert. Bei uns sieht das schon ganz gut aus. Ich gehe nochmal eins zurück. Entschuldigung. Das ist die Karte der möglichen Linien im Land Baden-Württemberg, diese ganzen roten Linien, die dort eingetragen sind. Noch nicht alle sind realisiert. Bei uns sind wir so gut wie durch, muss man sagen. Die Regiobuslinie Sinsheim-Moosbach gibt es schon eine Weile. Auch die Regiobuslinie von Sinsheim nach Wiesloch-Walldorf gibt es zum Glück auch jetzt, 2 Jahre ungefähr. Und Dallinger, unser Landrat, hat vor ein paar Wochen bei einem Termin gesagt, dass jetzt auch, ich glaube, im Herbst schon starten sollen, da gucke ich mal zum Kreisrat Stefan Geißler, die Verlängerungen nach Hockenheim bzw. nach Schwetzingen, sodass wir dann hier im Landkreis tatsächlich durch sind mit den Regiobuslinien. Wir fördern als Land ganz viel Bürgerbusse. Da gibt es eine Unzahl von Varianten, was ich Bürgerbus nennen kann. Gibt es kostenlose Schulungen, Unterrichtungen und auch Geldmittel dafür, dass das vorangeht. Carsharing machen wir auch ganz viel, haben wir auch gefördert. Und aktuell, das finde ich ein richtig pfiffiges Projekt, gibt es ein Angebot an Fahrschülerinnen und Fahrschüler, Carsharing mit der Fahrschule zu testen und zu gewinnen, dann Preise zu gewinnen. Sieht so aus, der Fahrlehrer soll mit den Schülerinnen zu dem Carsharing-Auto hinfahren, eine Viertelstunde Zeit sich nehmen, dass sie mal das Auto aufmachen, mal gucken, wie ist denn das Handling, wie kriege ich denn das Auto sozusagen mich da gestartet und alles, ohne das Fahrzeug zu bewegen, darf man ja nicht. Aber das bei denjenigen, die zukünftigen Autofahrerinnen und Autofahrer sind, schon früh gezeigt wird, Carsharing ist total easy und hier stehen die Fahrzeuge. Zu gewinnen gibt es tatsächlich ein paar Mal 2.000 Euro für die Führerscheinausbildung oder auch clever BW-Jahrestickets. Schöne Sache, pfiffige Sache. Im Schienenverkehr haben wir auch einiges erreicht, da spreche ich ein bisschen drüber. Wir haben mehr Züge im Nahverkehr, dichtere Takte und ein Konzept zur Reaktivierung und Elektrifizierung von Strecken erarbeitet. Top sind wir beim Thema Radverkehrsförderung. Sie und ihr wisst natürlich, das ist mein Steckenpferd. Ich werde jetzt nicht alle unsere 4 Säulen, die ihr hier auf der Folie seht, darstellen, sondern nur ganz kurz, weil wir ja beim ländlichen Raum sind, auf das Radnetz nochmal eingehen, mit dem wir den Radverkehr in der Fläche im ganzen Land alltagstauglich machen wollen. 700 von unseren 1100 Kommunen sind angebunden. 7000 Kilometern ist das Radnetz lang. Es soll sicher sein, ohne Lücken, einheitlich durchgängig beschildert, was inzwischen auch erledigt ist. Und hier bei uns in der Region sieht das Radnetz so aus. Die Farben zu erläutern, ist jetzt ein bisschen kompliziert. Einfach alles, was bunt ist, ist Teil unseres Radnetzes. Ihr erkennt oben Heidelberg, dann die Linie im Neckartal entlang Richtung Eberbach, im Elsenztal, hier in Neckargemünd, Bammental, runter bis nach Sinsheim oder dann das Schwarzbachtal, aber auch in der Rheinebene sind einige Linien dabei. Da fehlt was, genau, da fehlt was. Da sind natürlich Lücken. Was ich schmerzlich vermisse, sind so Querverbindungen hier aus meinem Bereich rüber zu dir nach Wiesloch, lieber Jürgen. Vorstellbar wäre eine Linie von Meckesheim nach Wiesloch über Dielheim oder halt dann die Lücke zwischen Sinsheim und Wiesloch zu schließen. Ganz wichtig, auch wegen SAP. Mein Vorschlag wäre, das über Mühlhausen-Angelbachtal zu machen. Jetzt gucke ich nach vorne. Das war das, was wir bis jetzt gemacht haben, was wir alles erreicht haben. Was wollen wir in den nächsten Jahren umsetzen? Eingeblendet ist schon mal das Deckblatt unseres Koalitionsvertrages. Wir wollen, müssen und werden die Attraktivität des ländlichen Raums erhalten und ausbauen. Ich habe ja eingangs die Herausforderungen erwähnt. Längere Wege, Wegfall von Daseinsvorsorgeeinrichtungen und so weiter. Wir wollen deswegen unbedingt das Glasfasernetz weiter ausbauen, damit die Leute auch von zu Hause aus arbeiten können, damit auch ein Architekturbüro sich in Eschelbronn niederlassen kann und dort von dort aus gut arbeiten kann. Wir werden eine Gesamtstrategie für die Entwicklung der ländlichen Räume entwickeln. Es soll ein Landesmobilitätskonzept erstellt werden, zudem natürlich ganz wichtig, die ländlichen Räume gehören
und es wird dann in ein verbindliches Mobilitätsgesetz münden. Es kommen noch die verschiedenen Bereiche, Schiene, ÖPNV und Radverkehr. Wir werden weiter ausbauen, die Schieneninfrastruktur, und diese auch elektrifizieren, auch abseits der Magistralen. Da ist ja schon ganz viel passiert, aber gerade im ländlichen Raum haben wir da noch viel zu tun. Wir haben auch viel gemacht, Beispiel habe ich jetzt noch nicht genannt. Wir wollen Bahnstrecken reaktivieren, da haben wir ja eine Potenzialanalyse gemacht. Etwa 40 Strecken wurden untersucht und immerhin um die 30 haben durchaus realistische Chancen realisiert zu werden, weil da genug Potenzial zu erwarten ist. Und eine unserer Strecken hier bei uns ist die Krebsbachtalbahn. Matthias kennt die auch schon, weil ich die bei jeder Gelegenheit immer wieder erwähnt habe. Auch der Verkehrsminister Winne Herrmann weiß was mit dem Begriff Krebsbachtalbahn inzwischen anzufangen. Wir wollen den ÖV verdoppeln, mindestens. Dazu wollen wir unsere Mobilitätsgarantie umsetzen. Jeder Ort im Land soll jeden Tag von frühmorgens 5 Uhr bis spätabends 24 Uhr mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar sein. Natürlich fährt da nicht jederzeit dann immer ein großer Bus leer herum. Das ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Da wird natürlich ganz viel, auch dank der Digitalisierung, mit Bedarfsverkehren sein. Also sowas wie ein Anrufsammeltaxi, was der eine oder die andere schon kennt. Wir haben auch schon konkrete Ziele drin. Da bin ich richtig froh drüber. Wir wollen bis 2026 einen Stundentakt im ländlichen Raum haben, flächendeckend, und in Ballungsräumen mindestens einen 30-Minuten-Takt. Das ist okay, ist aber noch nicht top. Aber, dritte Zeile in dem Block, in Hauptverkehrszeiten wollen wir bis 2036 im ländlichen Raum mindestens einen Halbstundentakt haben. Und dann wird es tatsächlich interessant, wenn ich zu Terminen fahre, eine Viertelstunde warte ich mal zur Not, aber eine Dreiviertelstunde will ich nicht auf einen Termin warten. Wenn und eine Viertelstunde zu spät kommt, ist dann wiederum auch doof. Deswegen ist ein Stundentakt reicht nicht, aber ein Halbstundentakt, damit kann man doch schon ganz schön vernünftig arbeiten. Das mittelfristige, längfristige Ziel ist, das ganztägig auf einen 30- bzw. 15-Minuten-Takt zu machen. Wir werden die Tarife nochmal anpacken, dafür Geld in die Hand nehmen. Als erstes wird es sein 365-Euro-Ticket für Schülerinnen, Azubis, Studis geben, damit die halt für diesen Preis landesweit dann unterwegs sein können. Wir wollen ein 1-2-3-Ticket einführen, 1 Euro in der Stadt, 2 Euro im Verkehrsverbund, 3 Euro fürs ganze Land pro Tag. Und wir wollen das Carsharing natürlich auch in die Fläche bringen. Wir haben Carsharing in den Städten, wir haben es hier in Neckargemünd, aber schon im Nachbarort gibt es kein Carsharing. Und das ist natürlich bedauerlich, da müssen wir rangehen. Das Radnetz, ich habe es gezeigt, steht drin, dass wir den Zielzustand bis 2030 umsetzen wollen. Und das war mir besonders wichtig. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir es reingeschrieben haben. Wir wollen es auch fortentwickeln. Das heißt, diese beiden roten Linien, die Querverbindungen, die ich vorhin gezeigt habe, Sinsheim rüber nach Wiesloch, haben tatsächlich eine Chance, dass sie zumindest erwogen werden. Wir wollen eine Bedarfsplanung machen. An welchen Bundes- und Landesstraßen brauchen wir denn noch Radwege? Wir werden Geh- und Radschulwegpläne zukünftig verpflichtend machen. Ganz wichtig, damit auch schon unsere Kleinen sicher zur Schule mit dem Rad oder zu Fuß kommen können. Andere Punkte überspringe ich mal mit Blick auf die Uhr und danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Mino, vielen Dank. Ich habe auch sofort auf der Übersicht des Radwegenetzes schmerzlich den Weg nach Sinsheim und nach Meckesheim vermisst. Von daher freue ich mich, dass du das schon auf dem Schirm hast. Ich denke, genau darum geht es ja, dass man die Querverbindungen oder die Lückenschlüsse findet, die es früher eben nicht gab. Wir wollen den öffentlichen Verkehr, öffentlichen Nahverkehr und Fahrrad zu einer echten Alternative machen. Und da gehört wahrscheinlich genau das dazu, das immer im Blick zu haben. Ich würde direkt weitergeben an Matthias und Herr Mino, du teilst auch dann die PowerPoint für Matthias, ne? Ja, lieber Jürgen, vielen Dank für die Einladung und lieber Herr Mino, vielen Dank für den ersten inhaltlichen Part und auch, dass du mich hier technisch unterstützt und es scheint ja auch tatsächlich zu funktionieren. Mach mal bitte gleich weiter zur nächsten Folie. Da geht's mal so zur Einführung in meinem Part um die grundlegenden Herausforderungen, die sich aus meiner Sicht stellt. Es geht schlicht und ergreifend zunächst mal darum, die Mobilität der Gesellschaft zu sichern. Grüne Verkehrspolitik ist nicht
bleibt zu Hause, bewegt euch nicht, sondern ist natürlich darauf ausgerichtet, die Gesellschaft mobil zu halten, weil Mobilität ja immer auch eine Voraussetzung ist für Teilhabe, wirtschaftliche, soziale, kulturelle Teilhabe. Aber es geht eben um das, wie wir mobil sind. Ist das im Einklang mit der Umwelt? Ist das auch für die Gesundheit zuträglich? Und das ist eben die grundlegende Voraussetzung. Das Klima zu schützen, ganz wichtig im Verkehrsbereich, steigen die Treibhausgasemissionen statt zu sinken. Etwa ein Viertel der Treibhausgasemissionen insgesamt kommen aus dem Verkehrsbereich bei uns in Deutschland. Wir haben immer noch mancherorts zumindest Probleme mit den Grenzwerten, vor allem bei den Stickoxiden. Aber manche sind auch der Meinung, die Grenzwerte sind sowieso nicht streng genug, um die Gesundheit ausreichend zu schützen. Also auch hier noch ein Handlungsbedarf. Etwa die Hälfte der Menschen fühlt sich durch Verkehrslärm, vor allem durch Lärm von der Straße, belästigt. Und Lärm kann eben auch bis dahin gehen, dass es die Gesundheit beeinträchtigt, wenn der Mensch einfach nicht mehr richtig zur Ruhe kommt. Wir haben einen viel zu hohen Flächenverbrauch, etwa 50 Hektar pro Tag. Das ist eine ganze Menge. Natürlich nicht alles durch Verkehr, sondern auch durch Gewerbe- und Wohngebiete und andere Zwecke, aber eben auch durch den Verkehr. Alleine im Bundesverkehrswegeplan sind 1380 Straßen, Aus- und Neubauten, nur des Bundes vorgesehene ganze Menge. Und deswegen müssen wir auch beim Flächenverbrauch runter. Und da wird dann eben auch das Thema Straßenbau eine Rolle spielen müssen. Wir werden Ressourcen stärker schonen müssen, dass wir über Jahrmillionen von Jahren gewachsene oder entstandene Ressourcen, vor allem das Öl, in so kurzer Zeit der Menschheitsgeschichte aufbrauchen und damit dann auch noch das Klima ruinieren, vielfach Böden und Ozeane verunreinigen. Das ist schlicht und ergreifend nicht zu verantworten. Wir müssen runter mit dem Ressourcenverbrauch, ob das die Fläche ist, ob das das Öl ist, das Gas ist, ob das Erze und Aluminium sind, völlig egal. Wir müssen runter von dem Verbrauch der Ressourcen und wir müssen insbesondere mit Blick auf die Transformation der Automobilindustrie darauf achten, dass wir weiterhin Beschäftigung haben. Wir werden aber den Beschäftigungsaufbau sicherlich eher im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen haben, beispielsweise bei den Busverkehren oder auch bei der Bahn oder auch der Eisenbahnindustrie, die übrigens allein in Deutschland über 50.000 Arbeitsplätze hat, was auch die wenigsten wissen. Bitte weiter. Die Verkehrswende als Begriff wird sehr oft genutzt, vor allem von uns in unseren Kreisen. An Andreas Scheuer tut sich da etwas schwer, dieses Wortungetüm auszusprechen. Von der Kanzlerin war es aber schon zu hören. Und egal, wie oft man es ausspricht, sie ist notwendig, wenn man Klimaziele erreichen möchte, wenn man Mobilität so erreichen möchte oder sichern möchte, dass die Menschen nicht krank werden. Und die Verkehrswende ist aber leider eben etwas komplizierter als die Energiewende, denn die Verkehrswende setzt auf zwei Säulen auf. Die eine Säule ist die Mobilitätswende und die andere die Energiewende. Die Energiewende im Verkehrsbereich ist einfach erklärt. Da geht es insbesondere um Antriebstechnologien, also um technische Herausforderungen. Man ersetzt das eine durch das andere, das effizienter ist und weniger Emissionen verursacht. Die Mobilitätswende, die setzt aber im Kopf der Menschen an, bei den alltäglichen Mobilitätsentscheidungen. Nehme ich für die 300 Meter, um das Kind in die Kita zu bringen, tatsächlich weiterhin das Auto? Nehme ich das Auto, wenn ich beim Bäcker 10 Brötchen hole? All diese Dinge. Oder eignet sich da nicht auch, zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu nehmen? Fahre ich alleine mit dem Auto oder nehme ich jemanden mit? Das sind immer diese Entscheidungen, die aber sich eben gravierend auf Umweltbelastungen auswirken. Und beides zusammen. Das bewusste Handeln der Menschen, die bewusste Entscheidung, welches Verkehrsmittel ist für welchen Weg und welchen Zweck das Richtige und eben auch die technologische Herausforderung zu meistern. Beides zusammen, das ist die Verkehrswende. Bitte weiter, Herr Mino. Und gleich nochmal weiter. Wir haben als Grüne Bundestagsfraktion ein bahnpolitisches Papier beschlossen. Das ist sehr ausführlich, sehr detailliert. Ich bin ja für die Bahn zuständig, das ist mein Schwerpunkt in Berlin. Deswegen hierzu einige Folien und Hinweise. Zum einen mal im linken
Bereich dieser Grafik ist der Personenverkehr zu sehen. Im Personenverkehr hat die Schiene leider noch nicht mal einen Anteil von 10%. Das heißt, das Allermeiste läuft eben über die Straße und wir wollen bis 2030 den Anteil der Schiene im Personenverkehr auf 20% verdoppeln oder mehr als verdoppeln. Im Bereich des Güterverkehrs ist es so, da hat die Schiene einen Anteil von etwa 18% und wir wollen im gleichen Zeitraum auf 30% kommen. Das ist in etwa das Niveau, das Österreich erreicht hat. Das sollten auch wir erreichen können, aber dazu braucht es auch entsprechende Maßnahmen. Dazu gleich später mehr. Bitte weiter. Amino? Genau. Diese Ziele werden aber natürlich nicht erreicht werden, wenn das so weitergeht wie in den letzten Jahrzehnten, in denen immer mehr Bahnstrecken stillgelegt wurden und dafür immer mehr Straßen des Bundes, dazu kommen ja noch die Straßen der Länder und die Straßen der Kommunen, gebaut werden. Also wir müssen schon dafür sorgen, dass massiv in die Schiene, in eine leistungsfähige Schiene investiert wird, damit ein zuverlässiger Bahnverkehr möglich wird, damit mehr Personen und mehr Güter auf der Schiene befördert werden können. Und beim Straßenbau muss man einfach mal feststellen, in Deutschland ist jedes Haus durch eine Straße erschlossen. Aber wir haben über 100 Mittelzentren mit Millionen von Menschen, die keinen Bahnanschluss haben. Und daraus sollte sich ableiten lassen, wo in Zukunft bei der Infrastruktur der Schwerpunkt zu setzen ist. Bitte weiter. Wir setzen auf klare Strukturen im Bahnsektor. Da gehört dazu, dass man sich klar an den Bedürfnissen von Fahrgästen, aber auch der Güterverkehrskunden ausrichtet. Dazu gehört, dass es eine klare Aufgabenverteilung gibt zwischen dem Staat, den Eisenbahninfrastrukturunternehmen und den Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und dass es nicht so ist wie heute, dass es vielfach keine klare Zuständigkeit gibt und nachher beispielsweise der Fernverkehr hinten runterfällt oder aber der Güterverkehr hinten runterfällt. Ich nenne mal ein Beispiel, um das deutlicher zu machen. Heilbronn und Würzburg werden aus Stuttgart nicht mit dem Fernverkehr angebunden. Die Begründung ist seitens der Bundesregierung, die Verantwortung trägt für die Strecke, wir bauen die Strecke nicht aus, weil da kein Fernverkehr fährt. Die Deutsche Bahn wiederum sagt, wir fahren dort keinen Fernverkehr, weil die Strecke nicht geeignet ausgebaut worden ist für den Fernverkehr. Da beißt sich die Katze in den Schwanz, nichts tut sich, weder bei der Infrastruktur noch, dass Heilbronn endlich mal einen Fernverkehrsanschluss kriegt. Und genau das meine ich mit der klaren Aufgabenverteilung. Wir brauchen aber auch eine faire, transparente und verlässliche, mehrjährige, überjährige Finanzierung der Infrastruktur, auf Nachfrage gerne mehr, wie wir uns das vorstellen. Jedenfalls wollen wir wegkommen von der Jährlichkeit über die Haushalte. Wenn man Schieneninfrastruktur über lange Zeiträume plant, macht es keinen Sinn, dass man sie in jährlichen Haushaltsplänen finanziert und die Deutsche Bahn immer nur ganz kurzfristig erfährt, wie viel Geld ihr eigentlich für Lärmschutz, für Elektrifizierung, für Digitalisierung oder auch für den Ausbau von Schienenstrecken zur Verfügung steht. Und schließlich brauchen wir auch faire Wettbewerbsbedingungen. Intramodal innerhalb des Bahnsektors, wie auch intermodal zwischen Bahn einerseits und Auto, LKW, Flugzeug andererseits. Dieselkraftstoff ist ein Beispiel. Warum muss man auf Diesel weniger Steuer bezahlen? Warum ist da das Flugbenzin gar nicht besteuert? Aber bei der Bahn werden hohe Abgaben und Steuern verlangt. Das führt zu Wettbewerbsproblemen und das führt eben dazu, dass die Verkehrsmittel bevorzugt werden, mit denen hohe Umweltbelastungen einhergehen. Bitte schön weiter. Wir wollen dafür sorgen, dass wieder mehr Oberzentren an den Fernverkehr kommen, also beispielsweise Heilbronn habe ich erwähnt, aber auch Tübingen, Reutlingen. Wir haben jede Menge Großstädte ab 100.000 oder Oberzentren, die eine Funktion auch fürs Umland haben, ohne Fernverkehrsanbindung. Das wollen wir ändern. Es gab ja früher mal den Interregio und da ist eine Lücke nach wie vor, die beklagenswert ist, die wir wieder schließen wollen. Bitte weiter. Wir wollen aber auch im Schienenpersonennah- oder auch Regionalverkehr entsprechend für mehr Verkehre sorgen. Dazu müssen Kapazitäten in den Knoten ausgebaut werden, Engpässe, die häufig in den Knoten sich befinden,
auflösen durch Ausbau der Infrastruktur. Das sind manchmal größere Maßnahmen, manchmal aber auch kleinere, die sehr schnell umsetzbar sind. Wir wollen auch auf der Schiene davon wegkommen, dass dort mit Diesel gefahren wird. Deswegen wollen wir ein Ende der Ausschreibungen mit Dieselfahrzeugen. Wir wollen Qualitätsaspekte stärker in den Ausschreibungen berücksichtigt haben, den Personalmangel im Eisenbahnsektor aktiv angehen und natürlich eine deutliche Ausweitung des Angebots. Und das funktioniert über eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel. Das sind die Mittel des Bundes an die Länder, damit sie den Regionalverkehr bestellen können. Bitte nochmal weiter. Wir haben auch das Thema Streckenreaktivierung. Da haben wir uns zum Ziel gesetzt, 3000 Kilometer bis 2030 zu reaktivieren. Damit kommt die Bahn wieder in die Fläche. Die Wege der Menschen zur nächsten Bahnstation werden entsprechend kürzer. Bundesweites Vorbild ist Baden-Württemberg, weil kein anderes Land so systematisch dieses Thema der Streckenreaktivierung angeht. 42 Strecken wurden stillgelegt und 22 davon haben ein hohes oder sehr hohes Potenzial. Also da könnte und sollte es in den nächsten Jahren entsprechend weitergehen. Bitte weiter, Hermino. Das ist jetzt der Ausschnitt aus einer Karte. Hermino, ich glaube, die hattest du vorher nicht gezeigt. Das ist die Potenzialstudie des Landes. Da habe ich einen Ausschnitt genommen. Warum ich den Ausschnitt genommen habe, ist, denke ich, ziemlich klar. Auch bei Ihnen, bei euch in der Region sind Projekte, und das sind jetzt nicht gerade die mit dem größten Potenzial, aber durchaus welche, wo man genauer hinschauen könnte und sollte, inwiefern das Potenzial vielleicht vergrößert werden kann, was für Betriebskonzepte einem einfallen, um da entsprechend Fahrgäste zu gewinnen, damit sich das tatsächlich rentiert. Also sollte man noch nicht abgehakt betrachten. Bitte da weiter. Kann ich nachher noch was zu sagen zur Krebsbachtalbahn. Ja, genau. Okay, du darfst weitermachen. Und wir haben in Deutschland, ich hatte schon das Thema Dieselantrieb angesprochen, die Situation, dass erst 60% der Schienenkilometer, der Schienenstrecken elektrifiziert sind durch eine Oberleitung. Wir wollen hier deutlich vorankommen, nämlich auf 75% bis 2030. Das ist schlicht und ergreifend der effizienteste Antrieb und am umweltfreundlichsten, wenn mit geringem Energieverlust die Züge elektrisch über die Oberleitung angetrieben werden. Auf Strecken, wo das nicht so schnell kommt oder sich nicht rechnet oder auch technisch schwer umsetzbar ist, bieten sich alternative Antriebe an. Aber es muss nicht weitergehen mit dem Diesel. Da gibt es inzwischen einiges an Alternativen. Bitte weiter. Ich hatte schon angesprochen, das Thema Bundesverkehrswegeplan mit jede Menge neuer Straßen. Und bei den Schienenwegen ist man da weit, weit hinterher. Da ist längst nicht alles drin, was notwendig wäre. Wir wollen wegkommen von dieser Logik oder auch Unlogik des Bundesverkehrswegeplans, mit dem eigentlich im Wesentlichen bisherige Verkehrsentwicklungen linear in die Zukunft fortgeschrieben werden. Das bedeutet, wenn in der Vergangenheit der Pkw-Verkehr und der Lkw-Verkehr zugenommen haben, geht man davon aus, er wird auch in Zukunft zunehmen, und dann muss man eben die entsprechenden Straßenflächen dafür schaffen. Das ist aber nicht sinnvoll, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist natürlich, die Alternativen zu Auto und Lkw zu stärken, und deswegen muss auch ein Bundesverkehrswegeplan in seiner ganzen Struktur, in seiner ganzen Herangehensweise verändert werden. Wir wollen hinkommen zu einem Bundesnetzplan, bei dem immer zuerst untersucht wird, ob nicht auch der Ausbau von Radschnellwegen, Busverbindungen oder Schienenverbindungen einen Straßenausbau überflüssig machen kann. Denn wir wollen ja Verlagerungen, und wir wollen, dass Infrastruktur Umweltzielen, vor allem Klimazielen, nicht im Weg steht, sondern dass Verkehrsinfrastruktur diese Ziele aktiv unterstützt. Bitte weiter. Und dann darfst du auch gleich nochmal weitermachen. Der Güterverkehr, das hatte ich schon angesprochen, ist das große Sorgenkind. Massive Zunahme der Lkw-Verkehre führen im Verkehrssektor zu steigenden Treibhausgasemissionen. Deswegen muss der Güterverkehr in den Blick genommen werden. Und dieser Sonntagsredenspruch von wegen Güter auf die Schiene, der muss mal endlich mit Leben, das heißt mit konkreten Maßnahmen, erfüllt werden. Da gehört dazu, dass die Subventionierung des Straßenverkehrs beendet wird, Stichwort
Dieselsubvention. Die Lkw-Maut gehört ausgeweitet auf alle Straßen und auch erhöht, indem Umweltfolgekosten eingepreist werden. Wir müssen aufhören, Regionalflughäfen zu subventionieren. Und wir brauchen auch bessere Arbeitsbedingungen im Lkw-Verkehr, weil so wie dort gearbeitet wird, so wie dort verdient wird vielfach auch, kann die Bahn nie wettbewerbsfähig werden. Aber wir wollen ja nicht, dass die Arbeitsbedingungen im Bahnsektor schlechter werden. Wir wollen, dass sie beim Lkw-Verkehr besser werden. Besser werden für die dort Beschäftigten, aber auch besser werden, damit es keine Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten der Schiene weiterhin gibt. Bitte weiter. So, es hätte jetzt natürlich zum Güterverkehr noch viel geben können, aber ich habe eine begrenzte Zeit, deswegen mache ich einfach weiter. Hier diesen Punkt kann ich sehr kurz machen, weil der Herr Mino hierzu schon sehr viel gesagt hat. Das zeigt aber auch, dass schon sehr viel passiert ist. 10 Jahre grüne Landesregierung, 10 Jahre grüner Verkehrsminister in der Region Stuttgart, wie auch im gesamten Land, wie auch speziell im ländlichen Raum, sind die Angebote jenseits des eigenen Pkw deutlich ausgebaut worden. Und es gibt auch klare Pläne dafür, wie es weitergehen soll. Deswegen kann ich das überblättern und du darfst weitermachen. Hier weise ich darauf hin, dass ich eine Broschüre rausgegeben habe mit Best-Practice-Beispielen für nachhaltige Mobilität auf dem Land. Du darfst weiterklicken, Herr Mino. Ich habe auch hier nur 2 Folien, die ich auch sehr kurz machen kann, weil auch hier hat Herr Mino schon auf die Bürgerbusse insbesondere hingewiesen. Ergänzen möchte ich hier nur noch, dass Bürgerbusse sich dadurch auszeichnen, dass sie immer ehrenamtlich betrieben werden. Sie werden in der Regel, was die Fahrzeuge angeht, von den Kommunen unterstützt, aber gefahren werden sie ehrenamtlich. Und das zweite Merkmal ist, dass sie nicht den ÖPNV ersetzen. Das sollen sie nicht, sondern sie sollen den ÖPNV ergänzen. Beispielsweise eben dort in die Wohngebiete hinein, wo der ÖPNV nicht hinfährt oder auch zu Zeiten, wo der ÖPNV nicht fährt. Also das soll eine Ergänzung sein, ähnlich auch die Bürgerrufautos. Es gibt unterschiedlichste Formen, wie man Mobilität mit weniger Autos organisiert und auch für eine älter werdende Bevölkerung Mobilität und Teilhabe ermöglicht. Bitte weiter. Das ist ein zweites Beispiel aus der Broschüre, mal ein ganz anderes Beispiel. Mobilität kann auch so aussehen, dass jemand kommt, anstatt dass man immer weg muss, wenn man irgendwas erledigen möchte. Das kann eine mobile Bank sein, die es gibt, die mit ihrem Automaten und mit ihrem Bankschalter unterwegs ist in die Dörfer. Und es kann aber, wie hier dargestellt, auch ein medizinischer Bus sein, der in die ländlichen Regionen kommt. Hier sind es jetzt Busse von der Deutschen Bahn, aber die gibt es auch von anderen Anbietern, die dann eben lokale Hausarztpraxen auf dem Land darstellen, damit die Menschen nicht sich selber auf den Weg machen müssen, sondern das dann eben auf dem Marktplatz, auf dem Rathausplatz, wo auch immer im ländlichen Raum entsprechende Angebote nach Ankündigung erfahren und die Menschen dann auf dem kürzesten Weg dorthin kommen können und zumindest die alltäglich notwendigen oder immer wieder notwendigen Untersuchungen machen können. Man sieht hier schon, es ist doch eine ganze Menge, was da an Technik verbaut ist und was in diesem mobilen Angebot alles möglich ist. Bitte weiter. Hier sehen Sie die Broschüre. Sie finden diese Broschüre auf meiner Homepage. Und dann bitte nochmal weiter. Ich bin dann auch gleich am Ende. Ich wollte nur am Ende noch auf das Thema Automobil hinweisen. Herr Mino, du darfst nochmal weiterklicken. Das Auto ist natürlich gerade im ländlichen Bereich auch in Zukunft noch ein wichtiges Verkehrsmittel. Aber es soll eben so alles organisiert sein, dass der Mensch nicht mehr so stark abhängig ist vom Auto. Und nichtsdestotrotz, gerade im ländlichen Raum für bestimmte Zwecke, bestimmte Wege, wird das Auto eben immer noch wichtig sein. Wir haben aber auch schon einige Veränderungen, weniger emotional, ein kritischer Blick aufs Auto und die Folgen. Mobilität ist nicht immer automatisch Automobilität. Der Mensch ist auch bereit, andere Möglichkeiten zu nutzen. Wir haben beispielsweise einen Zuwachs beim Fußverkehr, wir haben einen Zuwachs beim Radverkehr. Es gibt immer mehr Angebote im Bereich des Carsharings und das sind auch ganz gute Entwicklungen, die wir als Grüne ja auch unbedingt pushen wollen. Bitte weiter. Und schließlich noch der Hinweis darauf, dass wir ja auch eine Antriebswende brauchen als Teil
der Verkehrswende. Das heißt, wir müssen wegkommen von den fossilen Antrieben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder unter Weiterverwendung des Verbrennungsmotors, in dem andere Kraftstoffe eingefüllt werden, sehen wir aber beim Pkw sehr kritisch, beim Erdgas sowieso, weil das in der Regel fossiles Erdgas ist, aber auch bei E-Fuels, also synthetischen Kraftstoffen, weil deren Herstellung extrem stromintensiv ist und da ist es eben effizienter, die Autos direkt mit Strom anzutreiben, statt den Strom erst unter hohen Umwandlungsverlusten in E-Fuels, Wasserstoff oder was auch immer umzuwandeln. Es ist sehr klar erkennbar, dass der batterieelektrische Antrieb beim Pkw die Nase vorn hat und dass die Richtung dorthin geht. Beim Lkw, beim Flugzeug, beim Schiff, da gibt es andere Entwicklungen, die sollen aber jetzt nicht Gegenstand dieses Abends sein, es sei denn, es gibt da Nachfragen. Dann stehe ich natürlich gerne dafür zur Verfügung. Und dann darfst du noch einmal umblättern. Hier sieht man, muss man sich vielleicht ein bisschen einlesen, aber ich sage es kurz, worum es geht. Verkehrswende, für die wir stehen, ist nicht Verzicht und ist nicht unbedingt für alle die ganz große Umstellung. Sie ist aber etwas, mit dem wir gewinnen. Wir gewinnen nämlich Lebensqualität. Es ist statistisch nachweisbar, dass Städte, dass Orte mit wenig Autoverkehr, aber einem guten ÖPNV und vielen Menschen, die zu Fuß gehen, höher ist als in Städten mit einem hohen Pkw-Anteil. Und das ist doch auch etwas, das sich lohnt zu unterstützen und selber aktiv dabei zu sein. Die Verkehrswende ist eine Chance für unsere Lebensqualität. Und deswegen lohnt es sich, dafür einzutreten und mitzumachen und selber täglich bewusst und gezielt zu entscheiden, welches Verkehrsmittel nehme ich heute. Vielen Dank bis hierhin und dann freue ich mich jetzt auf Diskussion und Nachfragen. Ja, lieber Matthias, lieber Hermino, erstmal vielen Dank für die super spannenden Vorträge. Und ich finde es auch sehr wichtig, Matthias, deine letzten paar Folien da auch nochmal das Auto ins Zentrum zu rücken. Gerade im ländlichen Raum ist es klar, es gibt Menschen, die werden auch noch auf viele Jahre auf ihr Auto angewiesen sein. Und es geht natürlich darum, andere Verkehrsträger auszubauen, nutzbarer zu machen, vernetzter zu machen, praktikabler, günstiger zu machen. Und trotzdem gehört es natürlich dazu, dass für viele Menschen heute als Ausgangspunkt erst nochmal ihr Auto auch im Zentrum steht. Und dann geht es da natürlich um andere Antriebe, anderes Nutzungsverhalten und vieles mehr. Und all das ist ja ein Gesamtpaket, das wir als Grüne anbieten. Es ist klar, wir wollen alle mitnehmen. Wir wollen da ein umfassendes Angebot und einen Wandel erreichen. Und da gibt es einfach viele verschiedene Facetten. Und das, was mich wirklich immer wieder überzeugt, wenn ich euch Verkehrsexperten höre, ist einfach, dass wir im Moment die massive Übermacht an Finanzmitteln und Aufwand in der Verkehrspolitik ausschließlich in das Auto stecken. Und das alleine zu sagen, das Auto steht dann nicht mehr alleine an Nummer eins im Zentrum, sondern wir haben eben verschiedene Formen. Und manchmal passt die eine besser, manchmal passt die andere besser. Und wir wollen insgesamt da einen Wandel erreichen hin zu den Verkehrsträgern, die eben nicht rein das individuelle Privatauto sind. Da wollen wir hin. Und das finde ich einfach nochmal ganz gut, dass das am Schluss auch nochmal mit rein ins Bild kam. Wir haben zwei Fragen, die schon im Chat aufgetaucht sind. Nora, du kannst uns vielleicht mal einen Überblick geben. Ja, wir haben zwei Fragen, aber wir haben auch eine Wortmeldung. Anja hatte eine Frage an Matthias, die sie gerne selber stellen würde. Ich würde vorschlagen, dass wir uns sowohl mit der Frage als auch mit der Antwort relativ kurz fassen, damit wir pünktlich um 8 Uhr fertig sind und die anderen Fragen auch noch aufrufen können. Bitte, Anja. Guten Abend. Ich habe folgende Frage. Ich möchte gerne mal kurz eine Situation beschreiben und ich möchte darauf hinweisen, dass es mir nicht darum geht, jetzt dieses spezielle Problem zu lösen, sondern das mal im Großen zu sehen. Und zwar, es geht um die Situation Schrankenschließzeiten an Bahnübergängen. Ich weiß, dass da relativ viel noch manuell gemacht wird und dass das teilweise bedeutet, dass über mehrere Minuten die Schranken geschlossen sind an Bahnübergängen
und wie das bei uns zum Beispiel in einem Teilort vorgesehen ist. Die ganze Bevölkerung schreit nach einer Bahnunterführung, was eventuell auch sehr hoch bezuschusst wird über das Eisenbahnkreuzungsgesetz. Und ich finde es einfach, es ist so gaga, ehrlich gesagt, dass man Millionen ausgeben würde, um quasi eine Bahnunterführung zu machen, nur weil die Schranken 6, 7, 8 Minuten zu sind, weil das alles noch manuell scheinbar gemacht wird. Und meine Frage geht ganz klar dahin, was bringt eine Digitalisierung? Wenn ich das jetzt mal ganz naiv betrachte, würde ich sagen, okay, die Schranke muss dann zu sein, wenn der Zug angefahren kommt und wenn der Bahnübergang eventuell hinten dran ist, dass, falls der Zug nicht mehr bremsen kann, auch noch das gewährleistet ist, dass die Schranke dann zu ist, aber nicht früher. Und was ist da die nächsten Jahre möglich an Veränderung der Technik? Dankeschön. Darf ich gleich antworten? Okay, also, ja, vielen Dank für diese Frage. Da könnte ich jetzt sehr viel dazu sagen, aber das, ich versuche es natürlich möglichst kurz zu machen. Die Situation ist ja die, oder die Ausgangslage ist die, dass Züge sehr, sehr lange Bremswege haben. Ja? Halt anders als beim Auto, deswegen sind ja die Züge auch so energieeffizient, weil sie eben geringe Reibungsverluste haben, aber mit geringer Reibung werden automatisch eben auch die Bremswege länger. Und deswegen müssen die Schranken immer schon sehr früh runtergehen. Für den Fall, dass zum Beispiel eine Schranke klemmt, dass sie nicht funktioniert, dann muss der Bremsweg des Zuges immer noch ausreichen, um vor der Schranke anzuhalten. Ja, deswegen ist das so erforderlich. Das ist das eine. Das andere ist, dass mit der Digitalisierung, Stichwort ETCS, es durchaus möglich sein kann, dass diese Zeit oder der Zeitpunkt, an dem die Schranke runtergehen muss, genauer berechnet werden kann, weil man genauer weiß, in welcher Geschwindigkeit kommt der Zug. Ja, und danach auch wieder schneller hochgehen kann, weil man schneller feststellt, der Zug hat jetzt den Bahnübergang verlassen und die Strecke ist wieder frei und dann kann die Schranke wieder hochgehen. In gewissem Umfang kann es da entsprechende Verbesserungen geben. So, das ist jetzt mal so die Hoffnung und die Erwartung. Ansonsten ist darauf hinzuweisen, dass es um Verkehrssicherheit geht, dass es, wenn es an Bahnüberfällen Unfälle gibt, dass die dann häufig sehr gravierend, sehr schwerwiegend sind. Da gibt es dann häufig nicht irgendwie Leichtverletzte oder irgendwelche Kratzer, sondern dann kommt es eben sehr schnell zu schweren Folgen, weil hohe Geschwindigkeiten und große Masse eben zusammenkommen und das natürlich dann ein entsprechendes Risiko darstellen. Deswegen gibt es das Eisenbahnkreuzungsgesetz, das besagt, dass keine neuen Bahnübergänge mehr gebaut werden dürfen, sondern dass dort, wo irgendwas neu gemacht wird, immer Unterführungen oder Überwerfungsbauwerke, also Brücken zu bauen sind. Das ist per Gesetz geregelt. Und der Bundestag hat vor einigen Monaten die Voraussetzungen für die Beseitigung von niveaugleichen Bahnübergängen deutlich verbessert. Das heißt, der Bund stellt mehr Geld und entlässt die Kommunen aus der Verantwortung der Mitfinanzierung. Und damit verbunden ist die Hoffnung, dass das einfacher und schneller und ohne lange Diskussionen geht, Bahnübergänge dort zu beseitigen, wo es entweder Unfallschwerpunkte gibt oder aber ohnehin bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen. Also wenn zum Beispiel Fahrbahnbeläge saniert werden müssen und gleichzeitig die Schrankenanlage erneuert werden muss, dann wird man da in Zukunft noch mehr prüfen als in der Vergangenheit, ob man den Bahnübergang überhaupt gleich beseitigen kann. Also das sind die Hintergründe dazu. Es geht um Verkehrssicherheit und insofern ja, ist es schon begründet, wenn Bahnübergänge beseitigt werden. Wir wünschen uns manchmal aber auch eine gewisse Flexibilität, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Stichwort Reaktivierung von Bahnstrecken denke, dann sollte das nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium sein, weil dieses Projekt dann mit dem Bau einer Brücke oder eines Tunnels unwirtschaftlich wird und man es deswegen bleiben lassen muss. Also man muss genau hinschauen, aber insgesamt, glaube ich, gibt es da schon gute Gründe dafür,
Bahnübergänge, die Anzahl der Bahnübergänge zu verringern als Beitrag zur Verkehrssicherheit. Wenn ich ergänzen darf. Ich könnte gleich noch die nächste Frage beantworten zum Lärmschutz. Ich habe die gelesen im Chat. Matthias, darf ich vielleicht erst noch mal was zu dem Thema sagen? Ja, klar. Also grundsätzlich ist es ja so, bei Schienenstrecken, die sind derzeit in einzelne Blöcke unterteilt, unterschiedlicher Länge, sicherheitsgetrennte Blöcke. Und ein Zug ist immer in einem Block, außer er fährt gerade über die Grenze, ein Zug ist in einem Block und dann muss der Block vorher und der Block hinterher muss frei sein. Das heißt, es muss zwischen zwei Zügen immer ein leerer Block vorhanden sein. Und das führt manchmal, wenn die Blockabstände blöd gelegen sind, zu diesen Verzögerungen. Und genau das Problem haben wir auf der Strecke im Elsenztal, dass manche von diesen Blockgrenzen total blöd liegen, dass ein Zug dann so dasteht, dass halt der vor ihm liegende Block oder der hinter ihm liegende Block, je nachdem aus welcher Richtung er kommt, noch gesperrt ist und freigehalten werden muss und deswegen auch die Schranken nicht aufgehen können. Mit dem ETCS, dem digitalen System, European Train Control System, wird es so sein, dass diese Blöcke nicht mehr fest auf der Schiene sind, sondern fest mit einem Zug mitfahren. Ja, das heißt, wenn ein Zug sich bewegt, bewegt sich auch der Block. Dadurch kann ich viel dichtere Takte haben. Das wird allerdings noch eine Weile dauern, bis wir das Flächendecken implementiert haben. Der Eisenbahnknoten Stuttgart wird als erstes Projekt bundesweit komplett umgebaut werden. Bis 2025 oder 26 soll das fertig sein. Dann kommt noch eine Fernstrecke, wo das auch passieren soll, bis 2030. Bis das auf der Elsenstalstrecke sehen, bin ich wahrscheinlich in Rente. Ich würde vorschlagen, Herr Mino, weil du jetzt gerade das Mikrofon offen hast, dass du dann noch deine Ergänzung zur Krebsbachtal machst, ganz kurz. Ja, vielen Dank. Ich hatte ja gesagt, 30 genau. Projekte haben Moment, eine Chance. Moment. Und danach, Matthias, dann gerne die Frage zum Lärmschutz noch beantworten. Entschuldigung, Nora, dass ich die reingeplappert habe. Ich hatte ja gesagt, 30 haben eine Chance. Es gibt vier Kategorien. Matthias hat das auf seiner schönen Grafik gezeigt. Die Krebsbachtalbahn ist in, oder die zwei Varianten sind in der Kategorie C. Das ist die dritte, die also nicht ganz so hohe Chancen haben. Es gibt neue Berechnungen. Der Ast mit Hüffenhardt, der wird wohl nicht mit bedient werden. Aber wenn wir den kleinen Lückenschluss runter machen bei der Krebsbachtalbahn, dann müssen nur 3,5 Kilometer Strecke neu gebaut werden. Und mit den neuen Berechnungen rutscht die Krebsbachtalbahn, und das ist eine ganz neue Information, die habe ich erst seit wenigen Wochen vor meinem Urlaub bekommen, in die Kategorie B. Wir haben die Zusage vom Verkehrsministerium, dass der Betrieb finanziert werden wird. Das heißt, jetzt geht es darum, Leute nochmal konkret durchrechnen, dann die Planung berechnen und dann rollen die Bagger. Und irgendwann, bevor ich in Rente gehe, fahren auch die Züge regelmäßig auf der Krebsbachtalbahn. Gut, da weiß ich jetzt nicht, ob ich mir wünschen soll, dass Hermino bald in Rente geht, aber okay, wir werden sehen, wie das sich entwickelt. Zum Thema Schienenlärm möchte ich folgende Antwort geben und Anmerkung machen. Zunächst mal das Positive. Die Deutsche Bahn hat das erste Mal überhaupt die Haushaltsmittel des Bundes für den Lärmschutz an der Schiene vollständig verausgabt. In den letzten Jahren oder in all den Jahren zuvor hat es immer Haushaltsreste gegeben. Das heißt, die DB hat es nicht geschafft, das Geld, das bereitgestellt wurde für den Lärmschutz, in Lärmschutz umzusetzen. Jetzt ist es gelungen. Es soll auch in den nächsten Jahren gelingen. Und insofern haben wir auch beantragt, dann die Haushaltsmittel für den Lärmschutz an der Schiene zu erhöhen. Zweite Anmerkung dazu. Schwerpunkt sollte immer sein, der Lärmschutz, der direkt vom Zug ausgeht. Also sprich, dass der Zug weniger Lärm emittiert. Weil wenn der Zug weniger Lärm emittiert, dann profitiert die gesamte Strecke davon, an der der Zug langfährt. Wenn man in Lärmschutz an der Strecke investiert, also Lärmschutzwände und andere Maßnahmen, dann profitieren eben nur die Abschnitte, wo man einen Haufen Geld rein investiert hat. Das ist in der Vergangenheit ganz gut gelungen. Stichwort Halbierung des Schienenlärms, in dem die Bremssysteme von den Güterverkehrszügen umgerüstet wurden, weg von den Grauguss-Bremsen, die eben die Räder aufrauen und zu einem unruhigen Fahrverhalten und damit auch Lärm sorgen. Das ist umgesetzt seit etwa einem halben Jahr und es ist spürbar, dass es leiser geworden ist. Aber wir brauchen neue Ziele beim Lärmschutz an der Schiene, weil wir ja auch die Akzeptanz für die Schiene haben wollen und auch für den Ausbau der Infrastruktur und die Erweiterung der Angebote. Und wir brauchen
neben den Zielen, die neu zu setzen sind, auch die Instrumente. Und wie gesagt, Schwerpunkt wird an den Fahrzeugen sein müssen und in der zweiten Priorität dann die Maßnahmen direkt an der Strecke. Und was jetzt konkret angesprochen wurde, ist der Unterschied zwischen Aus- und Neubau oder wesentlichen baulichen Veränderungen, weil dann nämlich strengere Lärmschutzstandards einzuhalten sind als an den Bestandsstrecken. Und ja, natürlich wollen wir auch an den Bestandsstrecken strengere Maßstäbe ansetzen. Das ist aber auch schon umgesetzt, weil die sogenannten Auslösewerte, ab denen eine Sanierung von Bestandsstrecken vorzunehmen ist, immer weiter abgesenkt wurde. Es gibt da zwar noch Unterschiede zu Aus- und Neubau, aber auch im Bereich der Bestandsstrecken werden Maßnahmen erforderlich sein. Und das unterstützen wir, das in Zukunft auch noch konsequenter anzugehen. Man muss aber natürlich immer auch sehen, dass es finanziert werden kann, dass es genügend Planungskapazitäten gibt, den Lärmschutz umzusetzen und die entsprechenden Baukapazitäten gibt. Und wie gesagt, der Schwerpunkt muss an den Fahrzeugen sein. Ich denke da beispielsweise an die Lüftungsanlagen und andere Lärmquellen, die dann eben, wenn der Bahnverkehr insgesamt leiser geworden ist, das erste Mal überhaupt so richtig in den Fokus rücken. Das ist ja klar, wenn die wesentliche Lärmquelle leiser wird, dann hört man plötzlich andere Lärmquellen am Zug, die vorher gar nicht wahrgenommen wurde, weil die sozusagen in der Lärmkulisse untergegangen sind. Und deswegen auch am Fahrzeug ansetzen und insbesondere am Fahrzeug ansetzen. Das muss der Ansatz sein. So, Matthias und ich, wir haben ja einen Anschlusstermin. Ich hoffe, wir können ein paar Minütchen überziehen, weil es gibt gerade noch eine letzte Frage, die ich ganz spannend finde, nämlich zur Bahnprivatisierung, Vergleich zur Telekom-Privatisierung auch. Inwieweit müsste man da an den grundlegenden Fragen eben Privatisierung, Marktliberalisierung ansetzen? Das ist eine sehr weitgehende Frage, da könnte ich auch sehr viel dazu sagen und ich versuche es trotzdem kurz zu machen. Also zum einen, eine Privatisierung hat es nicht gegeben. Die Bahn, die Deutsche Bahn ist nach wie vor zu 100% im Staatseigentum. Sie wurde in eine privatrechtliche Rechtsform, nämlich die Aktiengesellschaft, überführt und ist deswegen dazu verdonnert, Gewinne zu erwirtschaften. Ich vermute mal, dass das mit der Frage gemeint gewesen ist. Absolut, wir wollen ja die Infrastruktur, bitte? Absolut, ja. Weil im Endeffekt müssen wir Gewinne machen und die Investitionen in die Infrastruktur widerstreben. Genau diesen Prämissen und dadurch wird natürlich in die Infrastruktur investiert. Ja. Genau. Und die Tatsache, dass innerhalb einer Aktiengesellschaft mit der Infrastruktur Gewinne erwirtschaftet werden müssen, ist natürlich absurd, weil auf der Infrastruktur nachher ja wieder, ich sag mal, gemeinwohlorientierte Verkehre, also die Regionalverkehre, die werden ja subventioniert. Die werden ja vom Staat finanziert, da sollen die dann wieder stattfinden. Das passt nicht zusammen. Gewinne mit der Infrastruktur und darauf gemeinwirtschaftlich orientierte Verkehre organisieren, das passt beides nicht zusammen. Das ist ein Widerspruch. Ja. Das ist mit ein Grund, weshalb wir ja die Infrastruktur in eine bundeseigene Infrastrukturgesellschaft ohne Gewinnerzielungsabsicht überführen wollen. Dann kann man auch die Trassenpreise senken, weil ja keine Gewinne mehr einkalkuliert werden müssen in die Trassenpreise, niedrigere Trassenpreise führen wieder zu Anreizen, mehr Verkehre zu organisieren. Und natürlich wollen wir auch zügiger vorankommen beim Ausbau der Infrastruktur. Da ist aber der Hauptfaktor tatsächlich die Planungskapazität. Wir haben jetzt in dieser Legislatur, oder was heißt wir, der Bundestag hat in dieser Legislaturperiode 4 Ausbau- und Beschleunigungsgesetze beschlossen. 3 von diesen Gesetzen haben wir als Grüne auch zugestimmt. Wohl wissend, dass damit aber relativ wenig zu erreichen ist, denn das größte Potenzial zur Beschleunigung bei der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen ist es, mehr Personal in der Planung und mehr Kontinuität beim Personal. Das sind komplexe Dinge und wenn da immer wieder Personalwechsel stattfindet und wenn die Planungsteams nicht ausreichend besetzt sind, dann kostet es Zeit, die kann man mit keinem Gesetz wieder reinholen. Also das ist wirklich das Zentrale und natürlich dasselbe gilt natürlich auch für die Aufstockung beim Eisenbahnbundesamt. Das ist die Genehmigungsbehörde für alle Ausbauprojekte. Auch dort dauern die Dinge häufig zu lange, weil die personell nicht ausreichend ausgestattet sind. Und dann kommt noch dazu, hatte ich vorhin angesprochen in der Präsentation, dass wir einen Infrastrukturfinanzierungsfonds haben wollen.
Damit wollen wir eine langfristige, überjährige Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen ermöglichen. Das ermöglicht der Bauwirtschaft, einschätzen zu können, mit wie viel Aufträgen sie zu rechnen hat. Und dann kann sie sich auch darauf vorbereiten, personell wie auch mit Investitionen in Maschinen. Deren Problem ist auch immer, dass sie im Dezember erfährt, wie viel Geld im darauffolgenden Jahr zur Verfügung steht für Sanierung, für Aus- und Neubau. Und dann hat man plötzlich mehr Geld, aber kann es gar nicht verbauen, weil man dafür weder das Personal noch die Maschinen hat. Also mehr Verlässlichkeit bei den Investitionsmitteln, überjährige Finanzierung, aber auch Aufstockung der Planungskapazitäten. Das sind die Ansatzpunkte, schneller voranzukommen beim Ausbau der auch von uns gewollten Schieneninfrastruktur. Ja, vielen Dank. Das würde ich mal als Vorlage für ein Schlusswort nehmen. Ich möchte euch beiden sehr herzlich danken für die spannende Diskussion. Ich denke, man sieht, grüne Verkehrspolitik hat sehr, sehr viel anzubieten und es steckt in vielerlei Hinsicht schon seit vielen Jahren ganz tief in den Veränderungen. Es sind große Umwälzungen, die dauern auch lang, aber es sind definitiv gerade hier in Baden-Württemberg auch erste Erfolge zu sehen. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wirklich alle mitnehmen. Also die Autofahrerseele reagiert natürlich sofort, wenn man sagt, jetzt soll mehr Geld in den öffentlichen Verkehr, also sprich die Bahn, den Bus, das Fahrrad, den Fußverkehr, in vernetzte Lösungen, in Sharing-Lösungen fließen. Und trotzdem ist es definitiv der Weg, den wir gehen müssen. Und gleichzeitig brauchen auch alle beteiligten Menschen einfach Planungssicherheit. Also dass wir zum Beispiel das Aus des Verbrenners ab 2030 fordern, heißt ja nicht, dass man ab 2030 nicht mehr mit dem Verbrenner PKW fahren darf, sondern nur, dass wir die richtigen Anreize setzen wollen, dass die entsprechenden Produkte auf dem Markt sind, dass sich die deutsche Wirtschaft so aufstellt, dass sie auch weiterhin Vorreiterin bei nachhaltigen Technologien in der Autoindustrie sein kann. Und dafür wollen wir einfach alle Hebel umsetzen auf Klimaschutz, auf Verkehrswende, auf Energiewende. Es gibt auch noch viele andere Wenden. Es gibt die Bauwende, die Wärmewende, die Rohstoffwende. Also es gibt an ganz vielen Stellen einfach ganz, ganz wichtige Aufgaben, wo wir endlich vom Weiter-so runterkommen wollen und Leute, die Aufgabe ernst nehmen, auf Bundesebene Rahmenbedingungen zu setzen, dass wir in die richtige nachhaltige Zukunftsperspektive kommen. Ich finde es spannend, dass der Name Scheuer heute, glaube ich, nur einmal gefallen ist, wenn ich ihn richtig mitgezählt habe. Wer auf Social Media oder auf Twitter ein bisschen politische Debatten verfolgt, weiß, dass Scheuer schon ein ziemlicher Running Gag ist. Es gibt Menschen, die posten immer mal wieder, ach übrigens, ist Scheuer schon zurückgetreten? Die Antwort ist natürlich nein. Aber wir wollen, dass einfach seine Amtszeit ganz normal endet und am Beginn der nächsten Amtszeit jemand anderes Verkehrsminister ist oder Ministerin. Und da haben wir auch sehr viel anzubieten. Sehr spannende Leute, die da in Frage kommen. Und ich freue mich drauf, dass wir da hoffentlich sehr bald gemeinsam dran arbeiten dürfen. Und damit würde ich gern den Abend abschließen. Ich weiß nicht, ob Hermino und Matthias ihr noch ein kurzes ergänzendes Wort habt. Hermino möchte noch kurz, ja, gerne. Nur ganz kurz, vielen Dank. Wer noch Nachfragen hat, jederzeit gerne mich einfach nochmal anschreiben, anrufen, kontaktieren. Die üblichen Kanäle funktionieren natürlich. Stehe ich gerne zur Verfügung. Und vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja, von mir einfach auch ein Dankeschön fürs Interesse und allen einen schönen Abend. Ja, dann möchte ich auch noch allen Teilnehmenden fürs Mitdiskutieren, fürs Fragen stellen danken. Und dann würde ich sagen, wir haben noch 3 Wochen bis zur Wahl. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung. Beide stimmen grün. Und dann werden Matthias und ich weiter dran arbeiten. Er weiter, ich hoffentlich in Zukunft mit daran arbeiten, da die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Dann ja, vielen Dank und schönen Abend.